Willkommen zu einem neuen Video und heute reagieren wir zum allerersten Mal auf Sam & Terry, auf den neuen Song. Die erste Single zu der neuen EP. Die neue EP kommt ja nächste Woche raus. Und ja, ich bin gespannt. Ich habe Sam & Terry entdeckt, dadurch, dass er bei der Grey Day Tour dabei ist. Da habe ich gesehen, der ist dabei und habe ich den mal abgecheckt und mir hat es sehr, 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 sehr gut gefallen. Also das neueste Album, Butcher House, finde ich wirklich sehr, sehr krass. Jetzt kommt eine neue EP und ein Song mit Musikvideo kam raus heute. Und den checken wir jetzt einfach mal ab. Ich bin gespannt. Jo, let's go. King of the Voll das Graveyard. Beat. Was ein Beat schon wieder. Scheiße. Ah. Das ist ja eine Krone. Ja, ihr seht schon, das ist hier was ganz, ganz anderes als das, worauf wir sonst reagieren. Dem seinen Film, so wie er Musik macht und auch seine ganzen Jungs, die auch noch Musik machen, das ist was ganz Eigenes, richtig krass Underground, Horror. Mäßig und ich kann schlecht beschreiben, was es ist, deswegen macht euch selber ein Bild von. Die Handschuhe, oh mein Gott. Ja. Okay, also ich finde, hört sich cool an. Halt, der Beat ist halt geisteskrank, muss man echt sagen. Und auch die Musikvideos von denen, die sind immer so gedreht mit so einem. Ja, ich denke mal, das ist wirklich mit einem alten Camcorder aufgenommen. So sieht es auf jeden Fall aus. Das ist schon krass, dass sie das einfach so straight durchziehen. Auch auf Instagram, auf den Bildern ist ja auch alles so. Das ist schon krass. Ich verstehe halt ein Wort, ne? Ist aber cool, dass er mal so schneller flowt, schneller rappt als sonst. Das muss ich sagen, finde ich sehr cool. Ja, ich finde das halt so cool, dass der halt so mehrere Stimmlagen immer in die Songs reinbringt. Das mag ich sehr. Und ich muss sagen, ich finde seinen Style, also seinen Klamottenstil, finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Der Beat ist halt so brutal. Krasses Ding. Holy shit. Wenn ihr Bock habt, können wir gerne noch nächste Woche auf die ganze EP reagieren, weil ich habe das leider schon, es wurde ja leider schon geleakt, also
Die EP wurde schon geleakt, leider. Deswegen konnte man schon die Tracklist sehen. Und das sind insgesamt 5 Songs. Also wären es dann nochmal 4 Songs, auf die wir reagieren würden in einem Video. Hättet ihr da Bock drauf? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde mir kein Leak davon reinziehen, weil ich. Oh, Leaks sind wirklich so eine ekelhafte Scheiße. Ich warte einfach, bis es dann offiziell released ist. Keine Leak-Scheiße. Hört euch auch keine Leaks an. Das ist einfach nur Scheiße, ja. Wie hat es euch gefallen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Checkt die Videobeschreibung ab. Wir sehen uns beim nächsten Mal und haut rein.